zusammen, verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind und möchte mich auch bei der Frau Rauscheder von der Gemeinde ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich möchte mich auch selber erstmal kurz vorstellen. Ich bin die Andrea Wagner vom Pflegestern und arbeite direkt gegenüber im Seniorenhaus, im Büro, zusammen mit meinen Kolleginnen Frau Bamangero und Frau Salenk. Und wir sind für die Senioren da, die sich entschieden haben, noch zu Hause zu leben und die sich aber Unterstützung wünschen. Und wir sind der Ansprechpartner und kümmern uns einfach um die Organisation verschiedener Hilfen. Ich möchte ganz kurz was zum Pflegestern sagen, dass Sie einfach wissen, was dahinter steht, und dann auf das Thema Pflegestufen eingehen. Der Pflegestern ist eine gemeinnützige Gesellschaft in kommunaler Trägerschaft. Das heißt, die einzelnen Gemeinden sind unsere Gesellschafter. Und dass Sie mal wissen, wer da alles dazugehört. Genau, das ist Poing, Kirchheim, Binzing und Anzing, Oberding, Edling, Grafing und Bruckmühl. Und die einzelnen Gemeinden haben irgendwann gesagt, wir wollen die Seniorenbetreuung selber in die Hand nehmen, somit auch die Gemeinde Poing. Und die waren unheimlich engagiert, dass die einfach sich bemüht haben, ein Seniorenzentrum zu errichten, und der Pflegestern ist eben Betreiber. Und neben den vollstationären Angeboten haben wir auch diverse ambulante Angebote, wie das betreute Wohnen zu Hause, aber auch Tagespflege oder einen ambulanten Pflegedienst und einiges mehr. Jetzt möchte ich aber auf unser Thema eingehen, die Pflegestufen. Das ganze Thema ist inzwischen richtig umfangreich geworden, deswegen möchte ich Ihnen jetzt einfach mal so einen kurzen Überblick geben. Und einfach Beispiele nennen. Wir haben ein Handout vorbereitet, also so ein Informationsblatt, das gibt es gleich vor der Tür an unserem Stand. Da sind dann auch wirklich nochmal alle Beträge drauf, weil das wird sonst den Rahmen hier aussprengen. Erstmal möchte ich Ihnen erklären, um was geht es da überhaupt bei der Pflegestufe. Wer bekommt überhaupt eine Pflegestufe? Weil es ist nicht automatisch so, dass man, wenn man älter ist und nicht alles mehr alleine bewältigen kann, dass man automatisch auch eine Pflegestufe kriegt. Genau. Das ist eine Definition. Pflegebedürftig sind die Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen, seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Alltag, also sowas, was man wirklich jeden Tag machen muss, um das Leben bestreiten zu können, auf Dauer, das heißt jetzt nicht nur für 2 Wochen und danach geht es einem wieder gut, sondern mindestens 6 Monate muss dieser Zustand, sage ich jetzt mal, gegeben sein. Und und die Personen, die aufgrund dessen in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Und damit Sie sich jetzt mal konkret auch was vorstellen können, was ist das denn für eine Hilfe, möchte ich das gerne mal kurz vorstellen. Bei der nächsten Folie. Also es gibt grundsätzlich 2 Bereiche. Es gibt den pflegerischen Hilfebedarf, die Grundpflege nennt sich das, und das wiederum teilt sich in 3 Bereiche auf. Das ist zum einen mal die Körperpflege, also wenn jetzt der Pflegebedürftige einfach da Unterstützung braucht, zum Beispiel in der Früh bei der Körperwäsche, beim Duschen, beim Baden. Dann der nächste Punkt ist die Ernährung. Das ist vielleicht auch ein bisschen missverständlich, da geht es jetzt nicht darum, ums Kochen oder so, sondern eigentlich betrifft es nur 2 Punkte, wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, das Essen mundgerecht zuzubereiten, also sprich Fleisch klein zu schneiden, oder wenn die Eingabe der Nahrung nicht mehr selbstständig möglich ist, also jemand kann jetzt einfach nicht mehr zum Beispiel alleine mit dem Löffel essen. Nur das umfasst diesen Hilfebedarf. Und der 3. Punkt ist die Mobilität. Da gehört einfach dazu so Sachen wie An-Auskleiden, Stehen, Gehen, Treppen gehen, aber auch die ganzen Transfers, also wenn jemand zum Beispiel vom Bett einfach nicht mehr alleine aufstehen kann.
Der zweite große Bereich ist die hauswirtschaftliche Versorgung. Da gehört alles rund um den Haushalt dazu. Also wenn man das einfach nicht mehr alleine schaffen kann, dass man einkaufen geht, dass man durchputzt, dass man die Wäsche erledigt, dass gebügelt ist und so. Und wenn man da Hilfe braucht, dann könnte man eventuell eben auch die Pflegestufe kriegen. Ein Beispiel mal bei der Pflegestufe 1, was da für Zeiten angesetzt werden. Man braucht im Schnitt einen täglichen Hilfebedarf von Minimum 90 Minuten. Und dabei ist wiederum wichtig, dass die Hälfte bei der Pflegestufe 1, nämlich 45 Minuten mindestens, auf den ersten Teil fällt, also auf die Grundpflege. Die Hauswirtschaft ist nämlich oft nicht das Problem, da macht oft die Tochter ganz, ganz viel, aber auf die 45 Minuten zu kommen, das ist bei manchen einfach, die brauchen schon Hilfe, aber erfüllen dann vielleicht nur die Voraussetzungen nicht. Genau. Denn bei der nächsten Folie möchte ich einfach noch auf eine Besonderheit eingehen. Es gibt auch die Pflegestufe 0. Für die gelten jetzt ganz andere Zeiten, nämlich viel geringere. Da sehen schon unten Zeitaufwand, Grundpflege, täglich mindestens eine Minute und zusätzlich Hilfe bei der Hauswirtschaft. Das hat die Pflegeversicherung einfach ganz relativ neu eingerichtet. Für die Leute, die an einer Demenz erkrankt sind oder auch eine seelische oder eine psychische Erkrankung haben. Weil da inzwischen der Gesetzgeber einfach auch gemerkt hat, die Leute, die können sich vielleicht nur selber anziehen und duschen, aber die brauchen unheimlich viel Betreuung, weil sonst ist der Alltag auch nicht mehr gut möglich. Und da gibt es so einen Kriterienkatalog, der wird einfach durchgegangen und da schaut man, erfüllt der einzelne Mensch die bestimmten Kriterien, nur dass Sie mal so ein Beispiel haben, was das für Punkte sind. Also das Gedächtnis ist oft beeinträchtigt, das könnte ein Kriterium sein, dass man sich Sachen nicht mehr gut merken kann. Dann, dass der Tagesablauf, den zu planen, schwierig wird oder dass man sich auch selber strukturieren kann. Oft ist auch der Tag-Nacht-Rhythmus gestört, als dass die Leute auch nachts um drei aufstehen und denken, jetzt müsste es doch Frühstück geben. Bei manchen besteht zum Beispiel auch eine Weglauftendenz, dass die immer das Gefühl haben, ich muss jetzt meine Kinder aus dem Kindergarten abholen, obwohl sie vielleicht schon 80 sind. Oder dass sie Gefahren verkennen, also der Klassiker ist oft der Herd, dass der vergessen wird, auch dass der wieder ausgeschaltet wird oder so. Nur, dass sie mal so einen Eindruck haben. Genau. Hier sind mal ein paar Leistungen aufgeführt, die man bei der Pflegestufe 1 bekommt, wenn die Kriterien erfüllt sind. Das sind jetzt Beträge, die gelten derzeit noch. Ab 2015 ist wieder alles neu, nämlich da gibt es ein bisschen mehr. Aber ich habe jetzt einfach mal die aufgeführt, weil die im Moment noch aktuell sind. Unten links sehen Sie zum Teil höhere Beträge bei erhöhtem Betreuungsbedarf. Liegt zur Pflegestufe 1 noch zum Beispiel eine Demenz vor, dann gelten schon wieder andere Beträge. Aber das steht alles auf dem Blatt drauf, also brauchen Sie sich jetzt nicht merken und so. Das Pflegegeld ist tatsächlich erstmal das Geld, das man aufs Konto kriegt, wenn man eine Pflegestufe 1 hat, um einfach finanzielle Mittel zu haben für die Pflegeperson. Also dass das auch ein bisschen... Ah, Sie sehen nichts, Entschuldigung. genau, also eine kleine Anerkennung für die pflegende Person, also die Person, die pflegt. Pflegesachleistung, das ist ein höherer Betrag, da geht es darum, wenn ein ambulanter Dienst eingeschaltet wird, das heißt, dass zum Beispiel der Pflegedienst in der Früh immer kommt zur Körperpflege, deswegen gibt es dann einen höheren Betrag, weil das auch natürlich mehr kostet. Man kann die beiden Sachen auch kombinieren, das nennt sich dann Kombinationsleistung und das kann man dann individuell errechnen. Genauso auch bei der Tagespflege, da gibt es auch noch einen speziellen Bonus dafür. Ich habe jetzt hingeschrieben individuell, weil die Berechnung auch wirklich sehr kompliziert ist. Wen das konkret interessiert, einfach zu uns kommen.
Die Tagespflege wird einfach deswegen auch nochmal extra honoriert oder kriegt man nochmal extra finanzielle Mittel dazu, weil das oft auch eine gute Entlastung für die Angehörigen sein kann. Genauso die Verhinderungspflege, sind 1.550 im Jahr. Das ist ein Geld, das kann man hernehmen, wenn zum Beispiel die Tochter, die pflegt, selber mal ins Krankenhaus muss oder einfach sagt, ich brauche jetzt mal Pause, ich möchte jetzt 2 Wochen mal ins Meer fahren. Dann hat man hier finanzielle Mittel, dass man jemand anderen auch bezahlen kann, dass der die Aufgaben der Tochter übernimmt. So ähnlich ist es bei der Kurzzeitpflege. Da ist es nicht so, dass der Mensch zu Hause bleibt, der Senior, sondern dass er zum Beispiel für 2 Wochen, wenn die Tochter nicht da ist, ins Seniorenhaus kommt und da rund um die Uhr betreut und versorgt wird. Es gibt auch Geld für Wohnanpassung. 2.557 aktuell je Maßnahme. Der erhöht sich ab 2015 sogar auf 4.000. Und es kann eine gute Starthilfe sein, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel einen Türrahmen zu verbreitern, weil der Rollator da halt nicht durchpasst, zum Beispiel beim Badeingang. Oder Türschwellen sind oft das Problem, dass man die absenkt. Oder dass auch mal das ganze Bad umbaut wird, weil einfach der Einstieg von der Badewanne viel zu hoch ist und es nicht mehr geht. Oder Treppenlift, das kriegen wir auch öfters mit, dass bei so Einfamilienhäusern zum Beispiel das Bad oben ist und die Treppe aber nicht mehr möglich ist, dann gibt es da auch einen Zuschuss. Genauso bei Pflegehilfsmitteln, das richtet sich immer nach Bedarf und Genehmigung. Am besten, wenn man was braucht, fragt man vorher bei der Pflegekasse nach, was die denn dazu zahlen. Zum Beispiel zu einem Pflegebett oder auch zum Hausnotruf kriegt man eine Vergünstigung. Oder wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel bei Einlagen wegen der Inkontinenz, also ganz verschiedene Sachen. Genau. Das nächste, noch mal eine Besonderheit zu den ganzen Pflegestufen dazu, also 0, 1, 2, 3, gibt's, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Das war nur, komme ich später noch mal drauf. Jetzt haben wir noch weitere Leistungen, Entschuldigung. Weitere Leistungen zusätzlich zu den Sachen, die ihr jetzt gerade erwähnt habt, ist zum Beispiel die Zuzahlung zur vollstationären Pflege. Also wenn jetzt jemand sich entscheidet, er möchte jetzt in einem Pflegeheim wohnen, dann gibt es da auch noch natürlich Zuschüsse. Zum Teil werden auch die gesetzlichen Rentenversicherungsbeiträge von pflegenden Angehörigen übernommen. Zum Beispiel, wenn die Tochter jetzt nicht mehr deswegen Vollzeit arbeiten kann oder einfach sich entscheidet, sie möchte jetzt eine Zeit lang gar nicht arbeiten gehen, weil sie ihre Mutter pflegen möchte. Dann werden Pflegekurse finanziert durch die Pflegekasse. Das kann oft sehr hilfreich sein, dass jetzt Angehörige auch professionell angeleitet werden. Wie kann ich den Pflegenden möglichst rückenschonend ins Bett quasi transferieren? Und was ich eigentlich auch eine ganz gute Sache finde, ab 2015 gibt es eine 10-tägige Lohnersatzzahlung für nahe Angehörige bei einer akut auftretenden Pflegesituation. Also wenn jetzt zum Beispiel die Kinder noch arbeiten und die Eltern aber plötzlich erkranken und da gibt es oft viel zu organisieren, dass die Kinder jetzt zum Beispiel auch frei machen können und aber keinen Verdienstausfall haben. Zusätzliche Betreuungsleistungen habe ich vorher schon angesprochen, also zu der Pflegestufe 0, 1, 2 oder 3 kann man auch das noch dazu bekommen, nämlich wenn zum Beispiel eine Demenz vorliegt. Das ist jetzt ein Geld, 100 oder 200 Euro monatlich. Das gibt es nicht automatisch aufs Konto, sondern ich stelle mir das immer vor, so, das ist wie so ein Topf, da ist das Geld drin, das kann man sich holen, wenn man es braucht. Nämlich um Betreuung zu organisieren, einfach, dass die Angehörigen mal entlastet werden. Vielleicht kennt es der eine oder andere von Ihnen, wenn man einen an Demenz erkrankten Angehörigen pflegt, das ist unheimlich anstrengend. Da ist manchmal die Nacht noch inbegriffen und da ist es ganz wichtig, dass die Angehörigen auch immer wieder so Freiräume kriegen. Dass sie durchschnaufen können, auch mal in Ruhe einen Einkauf machen können oder einfach mal zum Friseur gehen, mit der Freundin Kaffee trinken, was auch immer.
Und da kann man das Geld hernehmen, zum Beispiel, wenn man einen Demenzhelfer engagiert, sage ich jetzt mal. Das sind Ehrenamtliche, die bilden wir auch regelmäßig aus. Die machen einen speziellen Kurs und dadurch sind sie dann auch von der Pflegekasse anerkannt. Und das sind dann Leute, die kommen dann zum Beispiel immer am Dienstagnachmittag 3 Stunden und betreuen den an Demenz erkrankten Menschen. Und die Ehefrau kann dann vielleicht auch ganz in Ruhe einfach mal zur Gymnastik gehen und braucht sich keine Sorgen machen, dass zu Hause irgendwas passieren könnte. Und die Demenzhelfer gehen dann zum Beispiel zusammen mit dem Senior spazieren oder spielen Spiel oder ganz egal, was der sich wünscht und was er gerne macht. Dieses Geld kann man auch für die Tagespflege hernehmen. Tagespflege, haben Sie vielleicht schon mitgekriegt, gibt es vom Pflegestand in Kirchheim und in Finsing, ist ganz in der Nähe und kann auch über einen Fahrdienst gut organisiert werden. Also, dass die Leute hier auch in Polen abgeholt werden in der Früh. Dann gibt es noch diverse Gruppenangebote. Wir haben zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Begegnungsgruppe für demenziell erkrankte Menschen oder psychisch Veränderte oder einfach Leute, die sich Kontakte wünschen. Und das ist einmal in der Woche, 2-3 Stunden ein Angebot, derzeit in Kirchheim und in Finsing und natürlich auch für die Poinger Senioren möglich durch den Fahrdienst. Und die zusätzlichen Betreuungsleistungen können auch für die vollstationäre Pflege hergenommen werden. Macht sich somit einfach, wie soll ich sagen, also der Personalschlüssel erhöht sich dadurch und dadurch ist nochmal eine besondere Betreuung und Beschäftigung für diese Menschen möglich. Also dass zum Beispiel auch eine Betreuungsassistentin mal ein Angebot für einen Senior auch alleine machen kann. Das waren jetzt alles noch Angebote für die Erkrankten. Wichtig ist mir einfach auch zu sagen, dass wir einfach für die Angehörigen da sind, dass wir die einfach auch beraten, sie aufklären, was haben sie alles für Möglichkeiten, wo kann man welche Gelder beantragen und dass wir einfach ja, auch zuhören, dass wir einfach da sind, dass jemand auch schildern kann, mal wie sieht der Alltag aus und dass wir zusammen überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, dass das einfach alles möglichst gut ablaufen kann für alle. Hier nochmal ein kurzer Überblick, wie läuft es, wenn man denkt, man könnte jetzt mal Pflegestufe beantragen. Man ruft bei der Krankenkasse oder Pflegekasse an. Dreimal haben Sie schon dreimal abgelehnt. Ja. Da ist es immer ganz gut, wenn man vielleicht vorher einfach auch nochmal bespricht, macht es Sinn, eine zu beantragen. Aber klar, man kann es immer versuchen, man ruft an bei der Krankenkasse. Dann wird der Antrag zugeschickt, da helfen wir auch gerne beim Ausfüllen. Dann teilt die Krankenkasse mit den Termin, da kommt nämlich dann der medizinische Dienst der Krankenkasse. Das ist eine Fachkraft, die quasi zur Begutachtung kommt, die stellt einfach ganz viele Fragen, um sich ein möglichst gutes Bild machen zu können von der aktuellen Situation, weil sie dann letztendlich den Hilfebedarf feststellen muss. Und wir sind einfach auch für die Senioren da, dass wir zusammen den Termin vorbereiten, weil es ist ganz gut, wenn man da alle passenden Unterlagen da hat und wenn man vielleicht sich vorher auch mal in Form von einem Pflegetagebuch mal notiert, was fällt mir überhaupt jeden Tag so an Hilfe. Und oft vergisst man auch viele Sachen, weil es so selbstverständlich schon für einen ist. Wir sind dann auch gern bei dem Termin dabei, einfach um zu unterstützen, weil oft sind die Senioren da auch ein bisschen nervös. Einfach eine besondere Sache. Dann kommt der Bescheid und genau, wenn der abgelehnt wird, dann kann man natürlich auch einen Widerspruch einlegen. Da sind wir auch gern behilflich bei der Formulierung. Das war jetzt einfach mal so ein ganz schneller, grober Überblick. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und freue mich, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, also vielleicht sind einfach noch Sachen offen. Und möchte nochmal auf das Informationsblatt verweisen, also nehmen Sie sich das gerne mit, dann haben Sie alles noch im Überblick.